Herzlich willkommen, liebe Leute, ich bin's, euer Tom. Und ja, wir sind ich weiß gar nicht ganz genau, im 13. Spiel. Ein, zwei Ränge sind wir gefallen. Ich hätte an dem einen Tag ein paar Spiele mehr aufgenommen. Das ist aber ganz normal, dass die Leute einen halt überholen. Unser Winkel zu meinem guten alten Absprungort ist nicht so berauschend, weil viele eventuell den gleichen Winkel abspringen und einfach Poschinski wollen. Pinky. Wir testen es trotzdem. Es soll ja nicht das Problem sein. Wenn die Leute meinen, Berry zu wollen, dann gehen wir halt einfach ein Stück weiter oder bringen die Leute halt einfach um. Ne? Also, ihr kennt mich ja. Ich kenne da ja nichts. Wir haben auf jeden Fall noch ein paar Spiele vor uns. Ich bin Feuer und Flamme für das Projekt immer noch. Ich habe richtig Bock drauf. Die Sache ist halt die, dass ich heute eigentlich die ganze Sache aufnehmen wollte, mir extra dafür die Zeit genommen habe. Heute ist übrigens Tag. Und Server offline waren. Naja, gut. Und jetzt komme ich erst, heute ist immer noch Montag, jetzt komme ich erst nachts dazu, das aufzunehmen. Muss morgen Gott sei Dank nicht früh hoch, nur morgen Nachmittag habe ich Termin. Von daher passt das gerade so. Ja. Was soll ich sagen? Keine Waffe bisher. Dass ihn rauskommen, würde ich sagen, oder? Ich hoffe, das ist. Frage ist, war es der einzige? Ich glaube fast nicht. Ohne ist okay. Ich weiß mal, ob hier Auto steht. Nee. Helm nehmen wir. Ich glaube, ich noch einen anderen gehört. Ganz sicher. Ich hoffe, hier ist keiner. Wenn wir mal wieder ein Spiel haben, welches ein bisschen länger läuft, ich meine. Die der letzten Games waren leider halt nicht so toll. Ob ich da vielleicht ein bisschen vorsichtiger spielen muss jetzt? Keine Ahnung. Die Türen sind auch manchmal verbuggt, oder? Bait. Das Aufnehmen ist immer noch so, ne? Zwei davon brauche ich halt nicht. Feuerweste. Ich muss nach oben laufen. Alles ein bisschen doof. Also das Flugzeug ist quasi hier so lang geflogen. So ungefähr zumindest. So wäre es jetzt halt, dass ich da jetzt durchlaufen muss. Da wahrscheinlich relativ viele Leute auf mich warten werden. Deswegen gehe ich jetzt erstmal ein Stück nach oben. Ich habe jetzt nicht vor, groß zu looten, aber vielleicht komme ich ja hier in den Wagen. Und wir haben ja gesagt, Wagen kann sehr, sehr wichtig sein.
Ja, wie gesagt, ich hatte es im letzten Stream, glaube ich, schon, im letzten Video schon erwähnt. Relativ. Heute habe ich wieder eine Wortfindungsschwäche. Also, ich streame relativ oft in letzter Zeit. Meist abends, nachts. Von, keine Ahnung, 11 bis dann 2, 3 Stunden, je nachdem, wie ich Bock habe. Und da würde ich mich freuen, wenn der eine oder andere ja von euch mal vorbeikommen würde. Das wäre cool. So, jetzt aber zurück zum Spiel. Ich hoffe, hier ist so viel nach oben gefallen. Was sagen wir? Einmal die Kirche und dann gucken wir uns das Ganze mal an. Vorne, das Haus mag ich ja auch, ne? Hab den gesehen. Ich hab den dreimal gut getroffen, das kann doch nicht sein. Da oben ist die Tür auch auf. Vorne der Wagen, der ist. Steht da tatsächlich ein Heilerwagen, Leute. Frage ist, ob den da nicht irgendeiner abkämmt. Hoffe nicht. Okay, Sprit ist genug drin, das heißt, wir können eigentlich erstmal durch die halbe Map fahren. Ja, war auch schon wieder zu dumm von mir. Ich hätte da noch reingehen können, aber mal. Was will ich mehr? Ich habe doch einen Dacia. Also ich muss auf jeden Fall noch irgendwo liegen. Beziehungsweise muss ich eigentlich, aber wäre schon mega praktisch. Ach, fuck. Gerne nicht danke.
Ich die! Was war denn das? Habt ihr das gesehen? Würde ich sagen, fahren wir mal so lange rum, bis sich der Kreis zusammengezogen hat. Dauert ja nicht mehr so lange und dann fahren wir da in die Mitte irgendwo. Ja, gut, dass er uns eben noch nicht getötet hat. Wäre ein bisschen ärgerlich gewesen. Vorne ist auch noch gut was los. Uiuiui. War noch ein. Mein treuer Wagen fährt mich hoffentlich zum richtigen Ort. Ich fahre erstmal zu Gelb, guck mir das da mal an. Ja, hier ist irgendwie ein bisschen gelichert, da ist auch schon einer drin. Das Haus ist es ja nicht, was ich markiert habe, brauche ich doch. Aber die Tankstelle ist auch doof bei mir. Richtung Puschinski sind da noch andere Häuser, ja genau. Da steht auch schon ein Wagen. So, da wollte ich parken. Hier ist auf jeden Fall schon gelootet. Gut, dass ich einfach weitergelaufen bin. Die haben alle keinen Sucher, kann das sein? Geil.
So, jetzt erstmal heilen. Wow. Ich dachte eben bei dem letzten, ich treffe ihn nicht, ey. Das wäre so ärgerlich gewesen. Weiß nicht, wir mal den Rest weg. Da kann ich auf jeden Fall viel aufnehmen, wenn ich was brauche. So, nice. So, zieht sich ja gerade schon zusammen, jo. Ja, ich würde sagen, dann bleiben wir ganz kurz mal liegen. Wie es aussieht, wird es ja auf jeden Fall kein Minus-Game, das ist ja schon mal ziemlich gut. Ich höre mal so ein paar Richtungen ab. Ich bin ja noch relativ mittig im Kreis. Hier wird eigentlich, wenn hier einer herkommt, dann mit dem Auto, denke ich mal. Ein Auto habe ich da natürlich gut geparkt, wie immer. Ich kann hier auf jeden Fall rausspringen. Direkt losfahren, sagen wir mal so. Da oben links in der Ecke. Nehmen wir mal die Smoke-Dinger mit. Kann ja nicht schaden. War noch mitten im Kreis, das heißt, ja. Wenn gleich von Westen und Westen kommen. Das habe ich auf jeden Fall genug. Weil die ganze Stadt ist halt nicht mehr drin. Gehe sehr, sehr stark davon aus, ja, das habe ich gar nicht mitbekommen. Was war da denn los? Ja, habe ich halt kein Auto mehr. Aber ich sag mal so, der nächste Kreis, ja, ist ja so klein, da kann man auf jeden Fall mal eben hinlaufen. Ja, es war trotzdem eine Arschloch-Aktion von ihm. Kann man auch mal so sagen, wie es ist. Ich meine, hier übers offene Feld wird ja wohl keiner zu mir kommen, oder? Okay, das Gebiet zieht zusammen. Wir müssen derzeit nur beobachten erst. Dass sich hier einer anschleicht, das wäre gar nicht so. Ich hatte einfach mein Auto. Das ist voll langsam losgefahren. Ich glaube, das wäre mein Tod gewesen. Hätte ich hier irgendwie eine Kampfszene und ich will in mein Auto reinrennen und schnell weg. Ja, nix da schnell weg. Da oben kommt ein Auto, okay.
Okay, wo ist das denn hin? Am Haus wahrscheinlich. Da. Naja, ist ja weit weg. Du hörst ja auch, wenn es herkommt, also von daher. So, 27 hier live. Da hinten fährt es noch, das ist okay. Ich hoffe, da ist keiner drin. Okay, nur mal eben abchecken, nicht, dass hier noch irgendwo einer drin hockt. Okay. Ich würde sagen, dann bin ich safe in der Zone. Ich hoffe, dass gleich hier noch ein paar Leute kommen. Wo müssten die denn kommen? Ja, von da denn, ne? Naja, andererseits sollen die da sein, ne? Wo sollen die da sein? Da sind ja nur Hügel. Vielleicht da in der Mitte. Ja, schießt euch alle mal um. Je weniger Leute leben am Ende, wahrscheinlicher ist. Punkte kriege ich ja sowieso. Die Sache ist die. Schalldämpfer wäre jetzt mega geil gewesen. Kann ja nicht alles haben. Aber hier hinter müsste doch noch ein Wagen stehen, oder habe ich das falsch gesagt? Ja, okay, den Wagen meinte ich. War hier nicht noch ein Motorrad irgendwo? Wirklich das weiteste, wo ich auch laufen muss. Ich habe auch ein Energy, mehr auch nicht. Ich habe ihn gesehen, vorne steht einer.
Halt noch ein bisschen E-Zeug kriegen jetzt. Und danach müsste ich auch direkt weiterlaufen. Also weit ist es ja auch nicht. Schon eine Weile hinkommen. Hab den aber auch gut getroffen. Schalldämpfer, das ist natürlich. Was ist auch los? Ich muss auch voll über die Straße rennen, ey. Da ist ein Hang, das ist natürlich vorteilhaft. Da vorne ist vor allem noch ein Wagen. Ich kann mir überlegen, ob ich nicht da reingehe und dann meinetwegen da hingehe. Erstmal. Die Frage ist, ach ja. Ja, hätte ich dann nach hinten gucken sollen. Ich musste mich eh entscheiden, rechts oder links. Ihm wäre es wahrscheinlich egal gewesen, in welche Richtung er gefahren wäre. Naja, Top 10 ist doch geil. Leider wieder nicht gewonnen. Wir hatten alle Möglichkeiten zu gewinnen. Mit dem Schalldämpfer am Ende noch. Aber genau 10. bin ich geworden. Ich dachte, ich wäre 9. gewesen. Naja, gut. Top 10 ist aber gut. Und ja, wir sehen uns morgen wieder. Ich bin's, euer Tom. Ciao.